Hallo an alle und willkommen zur nächsten Episode von meinem Minecraft Let's Play. Ich bin Daniel und ja, wir sind hier letztens ja stehen geblieben bei der großen Fläche, wie wir schon die ganzen Folgen davor gemacht haben. Und meine Schaufel ist kaputt gegangen, aber das sollte nicht allzu schlimm sein. Denn, naja, es ist ziemlich ruhig hier eigentlich, wenn man sich mal so anguckt. So, haben wir eine Fackel dann noch mit eingesammelt. Setze ich mal dorthin. Die Fackel nehme ich auch noch mit. Setze ich hier hin. Dann haben wir noch hier unsere Lava, die eigentlich nur dafür sorgt, dass wir hier so eine große Steinfläche haben. Aber, naja, schön. Nützlich ist es ja. Das kann man ja nichts, man kann ja nichts dagegen sagen. Und ich habe eigentlich auch nichts dagegen. Also, passen tut es. Auf das auf jeden Fall. So, craften wir uns hier nochmal einige Werkzeuge. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Zuerst eine Steinschaufel, weil wir hier erstmal noch die ganze Erde wegschaufeln müssen. So. Ah, und wirklich spannend ist es ja eigentlich nicht, ne? Wenn man hier einem zuguckt, der Erde wegschaufelt. Aber es wird dann wahrscheinlich mal sehr, sehr interessant. So. So, haben wir mal wieder diese Erdfläche da verkleinert und laufen wir rüber und verlegen mal die Lavaquelle. Denn, naja, das muss ja sein. Okay, eigentlich muss es ja nicht, aber es ist ziemlich nützlich. Und so, eigentlich, ja, das ist ziemlich viel Platz, auf dem wir das Haus bauen könnten. Immer noch keine Idee, wie ich es bauen soll. Also lasse ich mich dann wahrscheinlich so vom Gefühl treiben und, wir gucken, wir sehen dann, was am Ende rauskommen wird. Hoffentlich wird das irgendwas Gutes. Denn, naja, ich habe auch das Haus da drüben. Ja, es ist zwar solide, das Haus da drüben, was man gerade nicht sehen kann. Aber nur wirklich so ein architektonisches Meisterwerk. Sieht anders aus, glaube ich. Und wir brauchen definitiv noch eine Schaufel. Vielleicht sogar zwei, aber ich hoffe mal, dass es nur eine sein wird. So, aber ja, vorankommen tun wir ja schon mal. Und ach ja, unsere Hungersleiste verbraucht sich nicht, weil ich das Spiel noch auf Peaceful hatte. Jetzt wird die, glaube ich, verbraucht. So, dann haben wir gleich unsere Steinfläche voll. Und nachdem diese Schaufel dann aufgebraucht ist, kommt dann ein kleiner Cut, da allerdings nicht allzu gravierend sein sollte, aber der mal gemacht werden muss. Na, eigentlich nicht, aber naja. So, wir haben es fast. Die Schaufel ist auch noch nicht ganz aufgebraucht. Und ja, da ist die Fläche weg. Und jetzt kommt ein kleiner Cut, also sehen wir uns gleich, oder hören wir uns gleich wieder. Und da sind wir wieder zurück, oder zumindest bin ich dann wieder zurück.
Noch gleich mal im Bett. Na, gleich. So. Jetzt bin ich im Bett. Jetzt klappt es also. So. Die Erde lagern wir doch mal ein bisschen ein. Und damit haben wir auch schon wieder eine volle Küste. Ja, ob das ein Erfolg ist, das überlasse ich euch. Aber, naja, wir haben jetzt eine volle Kiste. Da drüben sollte das Ganze auch schon wieder gewachsen sein. Also die Melonen und alles drum und dran. Sollte gewachsen sein, oder zumindest hoffentlich ist es schon gewachsen. Und hier ist auch alles fertig. Wir haben es geschafft. Wir haben eine große freie Fläche, wo bald ein Haus entstehen wird. Yay. Ob man das Fortschritt nennen kann? Na, ich tue es. Fortschritt. So, Melonen abbauen. Wie immer. Na, es bringt uns ja auch unsere Ressourcen wieder ein. Also finde ich es gut. Oh, ich habe auch nichts dagegen. So, einige Melonen. Wie viele Samen sind das? Ah, wirklich nur zwei gewesen. Also habe ich auch nicht zu viel abgebaut. Und da wächst schon gleich wieder die nächste Melone. Also passend tut es ja. Man kann quasi sagen, dass ich glücklich bin. Hey. So, wie mache ich das jetzt? Brauchen? Müssen wir wirklich hier diese Wasserstreifen abdecken? Ich bezweifle es mal. Naja, so schlimm ist es meistens ja nicht. Und ja. Ach ja, und falls ihr euch fragt, ob ich diesen Eingang hier von Spark of Phoenix geklaut habe, nein, habe ich nicht. Denn wenn man wieder zurückgeht in meiner Let's Play-Geschichte, da habe ich das Ganze da vor den Faktenvideos gebaut. Also habe ich es auch nicht geklaut. Super, recht? Super, nicht? Also für mich ist es toll. Und wir können hier jetzt getrost rauslaufen. Das lief jetzt nicht so wie geplant. Aber zum Glück haben wir noch ein bisschen Erde dabei. Also schnell hin mit der Erde, schnell weg mit der Erde. Und wir sind draußen. So, haben wir hier noch irgendwas drin? Ja, wir haben noch ein bisschen Weizen. Ein paar Samen kann ich hier gleich mal rein tun. Ja, ein paar... Ne, Melonen. Soll ich Melonen da rein tun? Ich bin mir nicht sicher. Nun wirklich so viel ablagern können wir ja eigentlich auch gar nicht. Schmeiße ich die Maschine da mal wieder an und dann sortiere ich nebenbei noch mal ein paar Sachen. Da vorne haben wir unsere halb abgebrannte Ruine. Na, das hat was Natürliches, etwas Minecraft-artiges, wenn das so verbrannt ist. Es sieht dann einfach nicht von Menschenhand geschaffen aus. Also, was Gutes hat es ja. So, nehmen wir die Wolle nochmal mit. Ich brauche nämlich sehr, sehr viel Wolle. Die Kohle nehme ich... Na, okay, es reicht eigentlich so. Ich bräuchte eigentlich nochmal ein paar mehr Kisten, meine ich. Es wäre toll, wenn wir einige Kisten hätten. Wirklich nur so ein paar, die uns wirklich weiterhelfen würden. Ich nehme aber einfach mal ein paar Saplings mit. Habe ich noch mehr, na, wie ist denn nochmal? Dschungel-Saplings? Nein, scheine ich nicht mehr zu haben. Von denen bräuchte ich jetzt nämlich ein paar, denn dann hätten wir dort drüben einige bessere Sachen. Ah, naja, wie wollen wir das Ganze jetzt eigentlich verlegen? Ich glaube, ich nehme mal hier meine Werkzeuge hier nach vorne. So. Und was tue ich hier unten hin? Essen vielleicht? Ja, so ein bisschen. Ah, ich nehme die Cookies zuerst. Da hat ein Slot frei wird, ja. Das können wir gebrauchen. Dann noch ein bisschen Wolle. Und ich ernte mal das Weizen ab und verteile es auch dann gleich mal wieder unter den Schafen. Oh ja, und die Farm hat zu Ende gefarmt. Tja, was soll's in der Farm auch anders machen? Und wir haben sehr, sehr viel Weizen. Was soll Eizen sein? Ich habe kein Wissen schon mal, was Eizen sein soll. Aber wir haben sehr, sehr viel Weizen. Ja,
Das stimmt schon. Und das pflanze ich hier auch gleich mal wieder nach. Und ich mische hier noch eine Karotte mit unter. Weil wir auch mal auf Karotten setzen können. Ich meine, ja, Karotten sind ja mit dem. Ich weiß gar nicht, bei welchem Update dazu gekommen. Es war eines der neueren. Okay, nicht so neu, aber so ein bisschen neuer war es schon. Und da sind ja Karotten dazu gekommen und die haben ja einen richtigen Boom, ja. Also wenn ich es mir mal so angucke, ich kenne ziemlich viele Leute, die verstärkt auf Karotten setzen. Also in Minecraft, nicht im echten Leben. Aber in Minecraft setzen sie verstärkt auf Karotten. Also kann man schon sehen, dass Karotten hier in der eigentlich einen großen Anklang schon gefunden haben. Und man kann auch sehen, dass eine Melone wieder gewachsen ist. Oder sogar noch welche. Sogar drei insgesamt. Also das läuft. Melonen habe ich hier jetzt im Überfluss. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Weizen. Ich habe eigentlich auch nichts mehr zu essen. Zuerst schere ich die Schafe mal. Also bevor sie irgendwelche Kinder zeugen, ne? Irgendwelchen Nachwuchs mir hergeben. Paare ich sie nochmal. Nur ich weiß nicht mehr, wer noch. Ach, das war ein rotes. Das war ein rotes, ja. Okay, da weiß ich jetzt auf jeden Fall, welche weiß sind. Und so. Ne? So, das sind jetzt wieder ein paar. Und ja, okay, das reicht eigentlich. Schere ich hier nochmal ein Schaf. Ich brauche nochmal ein paar Tintensäcke. Das wäre, was ich bräuchte. So, nochmal ein bisschen gegessen, da ich wieder sprinten könnte, in der Theorie. Und mir ein XP nochmal einsammeln. So, dann nochmal hier eine Kuh mehr. Und die zweite Kuh mehr. So, wir haben Kühe. Was bedeutet, dass ich wieder einige von ihnen abschlachten darf. Eins und nach... Eine ungerade Zahl habe ich jetzt ja gerade. Also zwei. Beide haben Leder abgegeben, also waren das wirklich gute Kühe. Und ich bedauere es, dass ich sie jetzt abgeben musste. Aber so ist der Kreislauf des Lebens. Naja, was soll man dagegen tun? So, wir wollten uns noch ein paar Tintensäcke holen. Ich hoffe mal, dass ich noch ein paar Tintensäcke habe. Ich bin mir allerdings auch nicht so allzu sicher, dass ich wirklich Tintensäcke besitze. Also, gucken wir nochmal. Während wir natürlich Melonen futtern, kann man während des Essens sprinten? Nein, kann man nicht. Schade, schade. Wäre schön gewesen. So, ne, beim Sprinten essen. Ach, ich glaube, das ist auch im echten Leben ziemlich schwer. Also mache ich mir da mal nichts vor. Und wir haben noch hier zwei Ink-Sacks. Die gebe ich da mal in die Schafsmenge. Ich glaube, diesem rosanen Schaf, ja. Ich kann das nicht ab. Ich gebe dem rosanen Schaf einen Tintensack. So. Dem Nachwuchs gebe ich mal beiden Tintensäcke. Habe ich jetzt zwar direkt keine schwarze Wolle, aber in der Zukunft werde ich schwarze Wolle besitzen. Das sind doch mal rosige Aussichten, auch wenn die rosigen Aussichten schwarz sind. Tja, Ironie pur. So, haben wir denn alles, was wir brauchen? Wir haben Oakwood. Wir haben Wolle. Wir haben noch ein bisschen Weizen, was ich vergessen habe einzulagern. Das mache ich mal kurz. Da währenddessen kann ich noch weiterzählen. Ich brauche noch ein bisschen Glas, also was gleichzusetzen ist mit einem Wüstenausflug. So, haben wir noch irgendwas? Ja, Coco Beans. Na, sonst haben wir nichts mehr, oder? Ich mache mir da drüben nicht auch jetzt mal ein paar Kisten, wirklich so ernsthaft ein paar Kisten hin, die dann auch zum Lager als Lager hantieren werden. Nichts. So, gucken, ob ich noch irgendwie Glas habe oder so, ne? Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwas habe, sonst hätte ich es ja mitgenommen. So, irgendwas. Ah, wir haben Goldbarren, ne? Wir könnten uns goldene Äpfel herstellen. Junglewood nehme ich noch mit. Oakwood nehme ich noch mit.
Bruce Wood nehme ich noch mit. Rote Wolle kann ich ja noch mitnehmen. Ah, sonst. Ja, wir sind eigentlich ziemlich breit aufgestellt dafür, dass wir. Obwohl, wir haben auch schon über 50 Parts, also das ist nicht gerade verwunderlich. Und außerdem spawnen in unserer Gegend hier erstaunlich wenige Monster. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich hier in irgendeiner Art ziemlich großzügig ausgeleuchtet habe. Wenn man sich mal so anguckt. Das ist ziemlich gut, wie ich es ausgeleuchtet habe. Kein Eigenlob oder so, aber es passt. Es erfüllt seinen Zweck. So, da haben wir geschlafen. Und wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge anfangen zu bauen. Also Fortschritt auf jeden Fall. Damit bedanke ich mich bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gerade schon gesagt. Und tschüss.